Ja, Herr Landeshauptmann, die Corona-Situation und die Reisethematik, die machen es notwendig. Es muss mehr getestet werden. Das Land Oberösterreich, das zieht nach. Es gibt Testeinrichtungen wie diese hier. Wie werden denn diese angenommen und wie ist der Erfolg dieser Aktion? Die werden sehr gut angenommen. In einem so flächigen Bundesland wie Oberösterreich wäre es ja gar nicht möglich, dass wir nur an einer Stelle kontrollieren. Darum haben wir zurzeit 15 Drive-In-Stationen im ganzen Bundesland und auch noch mobile Teams, die Leuten, die nicht zu den Drive-Ins kommen können, auch eine Testabnahme ermöglichen. Und das wird gut angenommen und auch geschätzt. Waren diese Reisewarnungen auch für die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen ein klein wenig überraschend? Es war doch eine sehr zeitnahe Reisewarnung auch. Und inwieweit hat hier diese Testsituation auch eine Entspannung gebracht? Was wir sehen ist, dass es die Leute sehr beruhigt, wenn sie beispielsweise aus Kroatien zurückkommen und sich testen lassen können, ohne dass sie Symptome haben. Bei uns haben das schon mehr als 1600 Leute jetzt in den letzten Tagen angenommen. Das ist gut für die Betroffenen, die bekommen Klarheit, aber es ist auch gut für die Allgemeinheit, weil wir damit kein unkontrolliertes Ausbrechen einer möglichen Infektion haben. Das Bundesland Wien hat bei ihrer Testeinrichtung eine, man kann es vielleicht so ausdrücken, bewusste Nachsicht geübt. Man muss nicht zwangsweise in Kroatien gewesen sein, um diesen Gratistest durchführen zu können. Wie verhält es sich in Oberösterreich? Ist hier der Urlaub zwingend notwendig oder kann man auch so einen Gratistest mitmachen? Also es gibt ja immer wieder Screenings, wo beispielsweise auch die Altenheime oder die Pflegerinnen und Pfleger getestet werden. Und ein nächster Schritt, wo man sich jetzt auch dann testen lassen kann, wird für Reiserückkehrer aus den Balearen sein, wo es genau wieder so gilt, dass man ohne Symptome und ohne Bezahlung sich testen lassen kann. Das heißt, für alle Menschen, die keine Reisetätigkeit hinter sich haben und aber dennoch Gewissheit haben wollen, vielleicht für den Arbeitsplatz, wohin können sich die am besten in Oberösterreich wenden? Am besten ist immer die Nummer 1450, die Hotline. Normalerweise gibt es eine behördliche Testung, wenn ich Symptome habe, wenn ich beschreiben kann, dass ich Symptome habe. Bei Reiserückkehrern haben wir eben die andere Situation, dass wir aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnung sagen, da macht es auch Sinn, wenn wir anderen die Möglichkeit bieten, sich testen zu lassen. Sie haben sich ja relativ früh auch für die Impfpflicht ausgesprochen. Mittlerweile sind wir um einige Erfahrungen reicher, was das Coronavirus betrifft. Experten sagen sogar, es gibt hier eine Abschwächung des Viruses selber hin zu einer Grippe. Sind Sie weiterhin hier für die Impfpflicht? Wichtig ist, dass es einmal eine Impfung geben wird, eine gut getestete, eine verlässliche Impfung. Und dann gehe ich auch davon aus, dass sich sehr, sehr viele in unserem Land auch impfen lassen werden. Und wenn ich mir anschaue, welche unglaublichen Schäden und Folgen dieses Coronavirus nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für unsere gesamte Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt hinterlässt, dann macht es am Ende für mich Sinn, wenn sich nicht ausreichend Leute testen lassen, dass man das dann auch verpflichtend macht. Aber da gibt es, wie gesagt, einige Schritte vorher zu tun. Und die Grundfreiheit, das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers, steht das hier im Wege oder wäre das etwas, was hier durchaus opfernswert wäre? Die Grundrechte, die stehen immer über allem, aber es geht dann eben um ein Abwägen, wo geht es um den Schutz der Allgemeinheit und wie ist das Grundrecht des Einzelnen. Wir haben ja beispielsweise jetzt auch in Corona die Situation, dass Leute in Quarantäne müssen, 10 Tage lang, was auch eine Beschränkung der persönlichen Freiheit ist, leider, um eben die Allgemeinheit zu schützen. Und da geht es immer um ein derartiges Abwägen. Herr Landeshauptmann, vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.